den Trainingsaufwand, den ja letzten Endes auch die Profis betreiben, die auf Hawaii als 20. oder 25. ins Ziel kommen, die sind ja nicht weniger im Training als andere oder vielleicht nicht wesentlich. Die bekommen sicherlich das nicht so vergütet, wie es eigentlich sein sollte. Also ob leistungsgerecht bezahlt wird im Sport, das ist eine Frage, die ich jetzt so nicht beantworten kann und die gesellschaftlich auch schwer zu diskutieren ist, weil wenn nach Leistung bezahlt wird, dann wäre das Gehaltsgefüge sowieso ein ganz anderes, wie es bisher ist. Insofern ist es bei uns im Sport so, dass eher nach Medienpräsenz bezahlt wird und nicht unbedingt nach Leistung. Und es ist auch ganz in Ordnung, das System, wenn im Endeffekt am Fernsehen von demjenigen, der 5 Stunden trainiert, mehr kommt, wie von dem, der 15 Stunden trainiert, dann kriegt der mehr Geld und so ist es. Auf Hawaii auf dem Rückflug nach San Francisco. Da habe ich einen Platz genau neben Bill Bell gehabt. Das war damals der älteste Starter, war glaube 82 Jahre. Und da habe ich mich schon gefragt, Mensch, der kann kaum die Spaghetti essen. Wie schafft der einen Ironman Triathlon eine Woche vorher? Wo man doch auch als Profi denkt, ob das gesund ist oder machbar ist. Und genau das verkörpert eigentlich der Triathlon-Sport, dass es auf die Frage nicht immer eine Antwort gibt, weil die Antwort liegt eigentlich draußen im Rennen. Und wenn man sieht, dass die das schaffen, dann ist das eigentlich die Antwort.